Bombergeschwaders Condor 50.000 Tonnen deutscher Urlauber über Griechenland abwerfen. Geringer ist günstig. Es gibt keine militärische Gegenwehr. Das griechische Militär leidet unter täglichen Generalstreik. In einem zweiten Teil werden sich Spezialeinheiten unter der Leitung von Thomas Cook und Neckermann mit Fallschirmen über Puerto Ventura absetzen. Von hier aus mit Kreuzfahrtschiffen bis nach Marokko vorstoßen. Gleichzeitig werden sich motorisierte Kräfte über den Brennerpass setzen und von hier aus Italien nehmen. An vorderster Front sind wie immer die starken Panzer-PKW-Verbände aus den neuen Bundesländern gefragt, unterstützt von Dortmunder Kegelclubs, um die Kampfkraft der Einheimischen zu schwächen. Das toskanische Hinterland ist bereits durch das Freikorps Schröder, Fischer, Lafontaine besetzt. Come on! Seid stolz auf euch! Schönen Urlaub!